Ja, das Ziel unserer Runde heute, ich begrüße Sie recht herzlich, ist das Gehörte noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und wir haben sehr viele Informationen gehört. Und als erstes würde mich von Ihnen dreien interessieren, was ist Ihnen geblieben, was hat Sie bestätigt, bekräftigt in Ihren Überlegungen und wo hatten Sie einen Aha-Effekt oder eine Überraschung? Herr Dautzenberg, darf ich bei Ihnen anfangen? Ja, also ich denke, das Thema Differenzierung ist das, was wir heute besonders viel gehört haben. In dem Bereich geht es ja darum, wie kann ich mit einem Gesamtkonzept von Erlebnis, aber auch natürlich auch mit Produkten und mit Mitarbeitern wirklich was bringen, was dem Gast etwas bringt. Und was mich da an der Stelle eigentlich ja, bestärkt hat, ist, dass wir mehr machen müssen auf unserer Seite in Richtung Kommunikation. Ja? Kommunikation zum Gast, das reicht nicht, dass wir Produkte anliefern und vielleicht von der Stelle Trends aufnehmen, sondern wir müssen auch mehr unterstützen, wie kann man das Ganze am Schluss dann auch zum Gast bringen. Das Zweite, was mich überrascht hat, ist die Aussage, dass Preis und Geschäftsmodell vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen. Ich glaube, dass das sehr wohl wichtig ist, wenn ich an die -5% denke am EBIT. Und dass wir uns durchaus auch die Aufgabe haben, neben diesen, sagen wir mal, Schnellbooten an Differenzierung auch wirklich einen effizienten Tanker zu liefern, der am Schluss auch zuverlässig und kostengünstig Ware bereitstellt. Besten Dank. André Hüsler? Ja, ich habe eigentlich hat ein oder zwei Themen überrascht. Das eine ist, dass das Thema Convenience offensichtlich bei den Gastronomen nicht so eine hohe Bedeutung hat oder in der Zukunft eher abnehmend sein soll. Das spüren wir so nicht. Und das zweite Thema ist eigentlich diese ganzen Allergiesortimente, dass die eine sehr große Bedeutung in der nächsten Zeit bekommen sollen. Was bei uns auch eher noch, ich sage mal, ein Nischenthema ist. Diese Sortimente sind vorhanden, aber es ist eine wirklich immer noch eine Nische. Das hat mich eher überrascht. Bestärkt hat mich eigentlich die ganze Thematik Deklaration. Diese Herausforderung, dieses Spannungsfeld zwischen Gastronomen und uns und dann auch der Industrie. Und das bestärkt mich sicher auch, dass wir in diesem Punkt noch viel, viel oder unser Engagement genauso weitertreiben, wie wir es schon machen. Vielen Dank. Markus Lötscher. Ja, vieles wurde bereits gesagt. Sicherlich nicht überraschend die Trends, frische, local. Das ist nicht mehr neu, das ist schon seit längerer Zeit so. Bestärkt auch das gemeinsame Problem, dass diese Zusammenarbeit hinsichtlich Deklaration als Beispiel, aber nicht nur bei Deklarationen, dass das Themen sind, die Gastronomen, unsere Kunden auch wirklich von uns, sagen wir jetzt Handel und Industrie, gemeinsam gelöst haben wollen. Und das, denke ich, das ist auch nicht neu, aber es ist mit der zunehmenden Komplexität immer mehr ein Must. Besten Dank. Wir möchten gerne in den rund 20 Minuten die drei Themen streifen im Rahmen der möglichen Zeit, die Sie im Programm einfinden. Und ich werde Ihnen dann auch die Möglichkeit geben, wenn die eine oder andere Frage besteht, sie an die Herren zu richten. Wir beginnen mit Chancen und Herausforderungen für die Branche. Und da haben wir gehört, und Sie haben es auch aufgenommen, Herkunft und Herstellung als Megathema, vielleicht nicht neu, aber dennoch ein Thema, was unter den Nägeln brennt. Und da stellt sich die Frage, was ist jetzt da zu tun, um diese Karte auszuspielen? Was haben Sie in Ihren Unternehmen an Ideen, an Maßnahmen, die Sie da angreifen möchten? Also ganz, ganz konkret haben wir im Februar dieses Jahres eine Eigenmarke lanciert, unter dem Namen Origin, die genau das Thema eigentlich aufgreifen sollen, nämlich die Frage, wie kann man in der Gastronomie diese ganzen Nachhaltigkeitstrends, ob das Fairtrade, Bio oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen sind, kombinieren mit einem stark kommunikativen Auftritt zum Gast. Und da kommt eben die Herkunft rein. Ja? Weil der Gast am Schluss, den interessiert weniger Bio und mehr, in was für einem handwerklichen Betrieb wurde das hergestellt, wo kommt es genau her, was sind das für Menschen, die dahinter stehen. Und diese Geschichte dann eben noch zu transportieren mit Bildern und mit Geschichten, auch über den Gastronomen zum Gast, ich denke, das ist eben eine der ganz großen Herausforderungen. Jetzt über das Thema Eigenmarken und die beiden Herren können gerne ergänzen. Ja. Möchte ich nachher noch ein bisschen sprechen, aber
Typischerweise sind ja die Eigenmarken nicht im Premium-Bereich angesiedelt, sondern eher im Mittelbereich oder im Preiseinstiegsbereich. Das war jetzt kein Beispiel für eine Eigenmarke, das war eher ein Beispiel dafür, wie kann man das Thema Herkunft so aufgreifen, dass der Gastronom es auch zum Gast transportieren kann. Okay. Ja. Gut, ich möchte ja auch Stellung nehmen zu den Diskussionen und die Vorträge, die wir gehört haben. Und verschiedentlich wurde ja auch sehr emotional Forderungen gestellt, auch sehr gute Forderungen übrigens, die ich auch sehr begrüße. Und ich sehe eigentlich die Herausforderung für uns gegenüber unseren Kunden, gegenüber den Gastronomen, wirklich, dass wir ihnen zuerst einmal zuhören, was sie eigentlich wollen. Also wie der Gastronom, Herr Beckler, sehr gut eigentlich gesagt hat, er hat zugehört, was die eigentlich wollen, ob es das der Chinese auf dem Titlis ist oder irgendwo in einem Stadtbetrieb. Wir müssen zuhören können. Und dann sind wir die Problemlöser. Wir müssen kommen und sagen, hey, der Gastronom ist da, um den Kunden zu verwöhnen, seine Gäste zu zelebrieren, ob das jetzt die Küche ist, das Verwöhnen des Gastes. Und alles andere muss er abgeben können. Und das sind wir. Daher müssen wir zuerst mal zuhören, was er will, und dann müssen wir das umsetzen können. Und die große Herausforderung oder auch Chance ist natürlich, dass die Welt eher komplexer wird in der Zukunft. Oder? Aber wenn wir das richtig erkennen, ist das eine Riesenchance für alle von uns. Für den Gastronom, für den Handel und natürlich dann für die Industrie. Jetzt dieses Zuhören können, sicherlich eine wichtige Eigenschaft im menschlichen Leben überhaupt, in jeder Beziehung, in jeder Partnerschaft. Da haben wir auch in verschiedenen Beiträgen ja von diesem alten Paradigma gehört. Frau Rützler hat das angesprochen, schneller, billiger, mehr. Linearitis, wir haben von Marco Fuhrer gehört, dieser Optimismus, der zuweilen auch in Zweckoptimismus geht. Also gestern war alles schlecht, morgen wird es paradiesisch gewissermaßen. Adaptation und Innovation, wie gehen Sie mit diesen Themen um? Wo führt man bestehendes Erfolgreiches weiter und wo bleibt man so flexibel und bringt Neues mit ein? André Hüsel. Ich finde, heute Morgen haben wir wirklich spannende Beiträge gesehen, gerade in diesem Bereich Innovation auch. Frau Schlechtli hat das Thema beleuchtet mit Engagement und vor allem mit viel Wissen, wie man mit solchen Produkten umgeht. Und es gibt diese Welt, und die finde ich extrem wichtig, die eine Sogwirkung hat für die breite Masse in der Gastronomie. Und man darf ja nicht vergessen, dass es auch noch eine Gastronomie gibt, die eben in einem anderen Bereich tätig ist, die sehr viele Mahlzeiten pro Tag bewältigen muss. Und da kommt mir das Sprichwort von Frau jetzt kann ich den Namen nicht mehr sagen. Müller. Nein. Frau Rützler. Ja, genau, in dem Sinn, dass eben dieser starke Fokus auf Effizienz natürlich falsch ist oder der einige Fokus auf Effizienz, aber ich habe so das Gefühl, es ist eben trotzdem so eine Art Kreislauf. Es gibt diese Innovation, diese Sogwirkung, die wird dann zu einem Trend, wird groß, ich nehme das Stichwort aus der Region zum Beispiel, oder? Und dann kommt aber trotzdem dann die Effizienz irgendwann mal wieder rein, weil man das einfach in eine breitere Masse von Betrieben bringen muss. Und ich sehe unsere Aufgabe natürlich eher jetzt in dem, wenn wir dann etwas in die Breite bringen können, da Lösungen anbieten können, auch zusammen mit der Industrie und eben nicht unbedingt jetzt in diesem kleinst innovativen Bereich. Solche Leute sind extrem wichtig für unsere Branche und ich würde mich auch freuen, wenn viel, viel mehr über diese Personen, diese Konzepte kommuniziert werden würde bei uns in der Branche und nicht nur immer über schlechte Rahmenbedingungen. Eben dieses, ja bitte, Herr Lötsch. Also ich möchte einfach noch was sagen zu 2015 und schlechtes Jahr. Also ich habe auch angekreuzt, dass der Umsatz nicht dort war, wo ich ihn gern hätte. Aber das war kein schlechtes Jahr. Das heißt noch lange nicht, dass der Umsatz vielleicht nicht dort ist, wo wir ihn erwartet haben, dass es per se schlecht ist. Und ich glaube einfach, im 2015 wurde, wenigstens bei uns, sehr vieles für die Zukunft eingeleitet, wo wir ernten wollen. Mhm. Und ich denke, wir müssen von dieser, sagen wir jetzt, Vergangenheit schlecht, Zukunft wieder alles gut, das ist völlig falsch. Also 2015 war nicht per se ein schlechtes Jahr. Es war ein anspruchsvolles Jahr vielleicht, aber man hat viel einleiten können, wo uns in der Zukunft und daher vielleicht auch der optimistische Ausblick, dass wir eigentlich zuversichtlich sind, dass die nächsten Jahre eigentlich eher aufgrund der eingeleiteten Aktivitäten positiv sind.
Ich denke, das war ja mitunter eine übereinstimmende Feststellung heute Morgen, wie lebendig die Branche ist, wie ideenreich und kreativ die Branche ist. Und auf der anderen Seite, und ich möchte da nicht in Miesmacherei machen, aber würde das gerne noch in den Kontext setzen, dieses Beizenproblem, um das Stichwort noch aufzunehmen, in Kombination mit Image, wo ja die Branche nicht, ich sage, zu den Besten gehört. Auf der anderen Seite, und Marco Fuhrer hat das nicht präsentiert meines Wissens, aber aus der Studie geht heraus, dass über 70% der befragten Gastronomen für sich in Anspruch nehmen, gut dazustehen oder zufriedenstellend bezüglich Bekanntheit und Image. Wie interpretieren Sie diese hohe Zufriedenheit? Ist es eine zu starke Selbstzufriedenheit? Ist man da zu wenig kritisch mit dem eigenen Betrieb? Hat man da die Fühler nicht genügend ausgestreckt? Oder wie interpretieren Sie diese Ergebnisse? Also erstmal denke ich, dass natürlich jedes Jahr gibt es Beizensterben, aber jedes Jahr gibt es auch wieder alle möglichen neuen und alle möglichen neuen Konzepte. Also deshalb in der Summe sind es ja gar nicht weniger geworden. In der Summe bleibt es ja ungefähr gleich, aber die Konzepte ändern sich. Und dann glaube ich, dass in jedem Typ gibt es, jedem Betriebstyp, ob das jetzt ländlich traditionell ist oder auch ethnische Gastronomien, gibt es immer gute und schlechte Anbieter. 70%, die sagen, sie hätten ein gutes Image, seien bekannt und so weiter. Wir sagen, klingt jetzt für mich spontan recht hoch. Aber ich glaube, dass da auch, selbst im ländlichen, traditionellen, gibt es ganz hervorragende Betriebe. Es gibt bei uns Betriebe im Raum Bern, die 2000 Rehrücken im Jahr und die ganze Stadt pilgert dahin zum Rehrücken essen. Da gibt es einfach Leute, die haben sich auf etwas spezialisiert, die haben ihr Konzept gefunden und ziehen ihr Konzept von der Beschaffung bis zum Kunden eben auch durch. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es relativ schwierig ist, wenn man sagt, es gibt Beizensterben. In jedem Segment gibt es wieder gute, auch wieder absolute Erfolgsbeispiele und immer wieder neue Sachen, die kommen, die sehr gut sind. Mhm. Jetzt das Thema Mitarbeiter, Herr Lötzsch, ich würde Ihnen da gerne das Wort erteilen, ist ja auch in verschiedenen Referaten das Team, die kreativen Köpfe, das Ausleben, auch sich involvieren lassen von anderen Trends. Sie haben ja zu Ihrem Jubiläum, wenn ich richtig informiert bin, eine Freundlichkeitskampagne für die Bäckereibranche lanciert. Ich frage mal so salopp, wäre das, was auch für die Gastronomiebranche vonnöten wäre oder gewünscht? Oder wie sehen Sie das, wo Sie auf verschiedenen Spielfeldern tätig sind? Gut, wir brauchen noch einen Moment, um dann wirklich zu analysieren, wie erfolgreich diese Kampagne sein wird, weil die läuft im Moment. Wir haben sicher festgestellt, dass unsere Kunden, und bei uns sind es ja dann noch teilweise die Eigentümer, das sehr geschätzt haben und das auch über 50% mitgemacht haben. Das ist ein großer Erfolg. Also wenn wir von einer Branche vielleicht etwas kleiner feststellen, dass 50% bei einer Kampagne, die nicht, die von, sagen wir jetzt von dem Zusteller, vom Großhändler eigentlich eingeleitet wird, dass die das mitmachen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, jawohl, das könnten wir in der Gastronomie auch brauchen. Es ist aber natürlich etwas schwieriger, weil die Gastronomie ist noch vielfältiger, als es natürlich das Bäckerei, das handwerkliche Bäckereigewerbe ist. Also wie wollen wir die Bedürfnisse der Gemeinschaftsgastronomie mit dem Restaurant auf dem Lande abdecken? Aber das soll keine Ja-Aber sein, sondern ich glaube, es würde auch dort Wege geben. Wichtig dabei ist, und das haben wir gemacht, wir haben das nicht alleine gemacht, wir haben wirklich die Kunden einbezogen. Also wir haben das Design dieser Kampagne, das wurde mit den Bäcker eigentlich gemacht. Und damit glauben wir auch, dass die Erfolgswahrscheinlich größer sein wird. André Hüsler, du hast ja auch im Retail warst du tätig und da gibt es ja eigentlich nur zwei Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Frequenzschaffung und Frequenznutzung. In der Gastronomie, was ist dein Gefühl? Hat die Gastronomie mehr Potenzial, mehr Leute in die Betriebe, in die Restaurants oder welche Gruppierung auch immer reinzubringen? Oder ist es da tatsächlich dieser Umsatz pro Gast? Ist es die Abschöpfung? Also ich glaube, es ist beides. Es ist ganz klar beides. Wenn ich Michel Beckler gehört habe, dann geht es darum, schon mal die Frequenz zu erzeugen über ein wirklich cooles Konzept, über eine Differenzierung. Und dann geht es mit guten Ideen, Sprichwort Cocktails am Mittag statt Wein oder was auch immer, dann da halt wirklich Sachen zu verkaufen, wo man den Preis nicht per se im Vordergrund hat, wahrnimmt, Zusatzverkäufe realisieren kann. Und deswegen glaube ich nicht das eine oder das andere, es ist beides. Okay.
Meine Damen und Herren, ich frage Sie zum ersten Mal, gibt es irgendwelche Fragen, die Sie an die Herren CEOs richten möchten? Sie können sich mit Hand erheben, melden. Unsere Damen würden dann bei Ihnen vorbeikommen, damit man Ihre Frage besser versteht. Ich sehe, das ist nicht der große Run nach Fragen aus dem Publikum. Dann mache ich mal gerne weiter und komme nochmals zurück auf das Angebot. Auf den zweiten Block, wohin steuert der Schweizer Abhol- und Belieferungsgroßhandel? Und wir haben hier ja eigentlich zwei Multiplayer auf der Bühne und einen Singleplayer oder einen Pureplayer, würde man in der New Economy sagen, im Retail-Umfeld. Wo sehen Sie, mit Blick vielleicht auch auf Zielkunden oder auf Sortimente, sehen Sie da einen Vorzug bei der Abholungswelt oder bei der Belieferungswelt? Wir haben gehört, die Schweiz ist ein Abholungsland. Sie haben internationale Vergleiche und Erfahrungen. Wie erleben Sie das in der Schweiz und wohin geht da die Reise? Abholung versus Belieferung? Also ich glaube, dass die Kunden, die stellen diese Frage großteils gar nicht so. Und das sehen wir auch in allen Analysen. Die Kunden brauchen Belieferung und Cash and Carry in der Regel parallel. Die allermeisten zumindest kaufen so. Und ich glaube, für verschiedenste Situationen gibt es auch verschiedene richtige Lösungen. Deshalb haben wir uns auch entschieden, die beiden Geschäfte so weit, wie es möglich geht, zusammenzufahren und wirklich in beiden Segmenten große Sortimente anzubieten und ähnliche Konzepte. Also ich glaube, die Kunden, die brauchen am Schluss beides. In den letzten 2-3 Jahren ist sicherlich die Belieferung stärker gewachsen, was auch daran liegt, dass eben städtische Gebiete stärker gewachsen sind, größere Betriebe eher besser performt haben als kleine und auch Ketten besser performt haben als Selbstständige. Und das sind alles so Faktoren, die eher für die Belieferungsbranche an der Stelle sprechen. Wir dürfen da, glaube ich, nicht vergessen, dass Cash and Carry immer noch sehr, sehr groß ist und auch ein sehr gutes Geschäft macht in der täglichen Betreuung. Und dass für viele Kunden immerhin ein Cash and Carry-Markt ungefähr 10 Minuten weg ist von ihrem Betrieb und die dort wirklich in einem Zug den gesamten Einkauf machen können, zu in der Regel guten Preisen, ohne Mindestbestellmengen. Und wenn ich mal die Zeit zusammenrechne, die viele Betriebe brauchen, um Ware zu bestellen, Wareneingang zu kontrollieren, qualitativ Rechnungskontrolle zu machen und nachher zu zahlen, da wäre wahrscheinlich der ein oder andere durchaus schneller, wenn er einmal in Cash and Carry gefahren wäre. Also dieses Thema alles aus einer Hand oder sowohl als auch jetzt von der internen Betrachtung her, wird das auch so gelebt, wie man sich das wünscht oder gewünscht hat bei einer Zusammenlegung CC Angern und Scana zu Saviva? Gibt es da Hürden, die man überwinden muss? Also ich freue mich ja über dein Plädoyer für den Abholgroßhandel, aber ich meine, ich sehe da den Realitäten doch etwas anders. Es ist klar, dass im Moment alles für die Zustellung, also alles, dass die Tendenz klar in die Zustellung geht. Die Abholung leidet und ich bin auch der Meinung, dass es auch in den nächsten Jahren nicht anders werden wird. Aber es gibt trotzdem natürlich gewisse Vorteile in der Abholung. Ich denke jetzt das ganze frische Bereich, hat man auch gesehen, dass das ein ganz starker Warensortimentsbereich ist. Da kann ich in die Hand nehmen, ich kann die Qualität beurteilen und so weiter und wähle mir das auch. Und dafür, glaube ich, ist auch die Berechtigung auch in der Zukunft für Cash and Carry natürlich da. Wir gehen einen anderen Weg. Wir wollen diese Zusammenlegung eben von Cash and Carry und Belieferung nicht in diesem Ausmaß, wie ihr das macht, vollziehen, sondern wir lassen diese beiden Kanäle eher getrennt. Bei uns ist aber auch das Größenverhältnis natürlich anders. Wir haben also ungefähr halb-halb und nicht in dieser Ausprägung, wie ihr das habt. Herr Lötscher. Gut, ich bin überzeugt, schlussendlich kommt es wieder auf den Punkt Vertrauen. Oder der Gastronom, der will Vertrauen. Und klar will er einmal die Früchte anfassen, ob diese Qualität stimmt. Aber wenn er mal seinen Partner gewählt hat und er ist zufrieden, dann muss er nicht jedes Mal wieder die Früchte prüfen. Dann will er einfach die Sicherheit haben und das Vertrauen, dass das, was ich bestelle, dass das auch in dieser Qualität zu diesem Zeitpunkt kommt. Und da wiederum zurück, oder? Kernkompetenz, Gastronom, Gäste verwöhnen, hervorragend kochen, zelebrieren, wir machen den Rest. Wir versuchen, diese Prozesse zu vereinfachen und ihn da zu entlassen. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja der Gastronom auch lieber in der Küche oder bei den Gästen als im Büro, irgendwie mit Bestellungen und so. Und daher ist es eigentlich unsere Aufgabe, diese Systeme zu vereinfachen.
Und die Digitalisierung, wo wir jetzt schon die ganze Zeit gehört haben als Herausforderung, ist da eine Riesenchance für uns alle. Mhm. Wenn wir das richtig hinkriegen, dann sind diese Deklarationsgeschichten, die wir heute noch uns schwer tun, sind Schnee von gestern. Können wir das endlich abhaken? Der Kunde bestellt bei uns nicht bei Ihnen natürlich, und hat dann neben der Bestellung gleich auch noch diese Deklaration gleich mitgekriegt. Und das muss möglich sein und das werden wir, alle von uns, wir werden das schaffen. Da bin ich überzeugt. Sie geben mir ein gutes Stichwort Vertrauen. Wir haben über das sowohl als auch gesprochen. Ich habe es erwähnt, ich möchte das noch aufsparen. Thema Markenartikel, Eigenmarken, also die Symbiose, ein sowohl als auch miteinander, Preiseinstieg. Wo geht da die Reise hin? Es gibt viele Markenartikel im Saal. Was sind da Ihre Strategien, Ihre Überlegungen, Ihre Erwartungen vielleicht auch an die Markenartikel, Gemeinschaft? Also ich glaube da stark an die Vielfalt. Ich glaube nicht, dass da unbedingt ein Gegeneinander ist. Unsere Aufgabe ist, verschiedene Preisniveaus anzubieten, ja, die wir über Handelsmarken wie natürlich auch Markenartikel anbieten, übrigens mit großem Schwerpunkt Markenartikel. Trotzdem gibt es so, dass gewisse Gastronomen kaufen auf verschiedenen Preislevels ein und verschiedene brauchen auch für verschiedene Anwendungen verschiedene Preisniveaus. Wenn ich am Schluss ein Produkt sowieso püriere, dann ist es vielleicht anders in der Ausgangslage, als wenn ich das Produkt als Ganzes präsentiere. Also deshalb, ich glaube, da gibt es verschiedene Anwendungen und unsere Aufgabe ist, Preislagen zu machen. Je nachdem, wie gerade der Trend läuft und was sich gerade bewegt, wird mal das eine oder das andere mehr gemacht. Aber unsere Aufgabe ist, Vielfalt anzubieten, damit nämlich die ganze Vielfalt, die Sie in der Gastronomie abbilden, auch bei uns sich im Sortiment widerspiegelt. Also schlussendlich glaube ich nicht, dass jetzt, also bei uns zumindest der Preiseinstieg, das ist ein relativ kleiner Anteil am Umsatz. Viel wichtiger für den Gastronomen ist, dass er das Gefühl hat und auch bestätigt kriegt, dass seine gesamte Beschaffung, dass er da den richtigen Partner hat und auch zum richtigen Preis einkaufen kann. Und dann sind nicht die einzelnen Artikel per se im Vordergrund. Natürlich gibt es immer, je nach Spezialisierung, dann auch Produkte, die für ihn ganz besonders von Volumen her wichtig sind. Aber wichtig ist der gesamte Bereich und da natürlich die richtigen Konditionen zu haben. Gut, Sie haben das, Herr Rotz, Sie haben das Stichwort gesagt, Vertrauen. Aber neben Vertrauen ist es auch Kompetenz. Wir als Großhändler werden nie die gleiche Kompetenz haben in den einzelnen Warengruppen. Vielleicht gibt es einige Warengruppen, wo wir rausnehmen können. Aber ich sage jetzt, in vielen Warengruppen ist die Kompetenz in diesen Marken. Und das will der Gastronom. Er will diese Kompetenz spüren. Und wenn jetzt die Industrie das auch wirklich richtig macht und diese Kompetenz bei unseren Gästen oder unseren Kunden, nicht Gästen, richtig anbringt, dann wird dieser Markenanteil versus Eigenmarken, Handelsmarken auf jeden Fall nicht rückläufig sein. Aber da sind wir alle gefordert. Wir haben in diesem Zusammenhang, da würde ich gerne jetzt aufs dritte Thema zu sprechen kommen, bezüglich wie Handel und Industrie ihre Dienstleistungen und Angebote zugunsten der Kunden professionalisieren können. Haben wir verschiedentlich gesprochen über die Partnerschaft. Michel Becklar hat das Wort in den Mund genommen. Marco Fuhrer hat von Seilschaft und von Kette gesprochen. Wir haben gesehen, bezüglich den Kooperationsfeldern besteht nicht wirklich eine Euphorie, sondern man erkennt da hüben und drüben viel Potenzial. Wo sehen Sie die primären Ansatzpunkte in dieser Kooperation? Also das eine Feld ist sicherlich eben wieder in eher Richtung Differenzierung, das heißt Kommunikation. Wie können wir der klassischen Gastronomie helfen, Differenzierung auch zu kommunizieren? Ja, das ist eine Frage von der Markenhersteller, aber auch eine Frage von uns, um das eben auch einem breiteren Kreis zugänglich zu machen, also nicht Leuten, die selber so viel Power haben als Gastronomieunternehmen, um selber Kommunikationskampagnen zu entwickeln. Der zweite Teil, ich denke, das Beispiel von den Daten in der Lebensmittelverordnung, die ja noch nicht ganz klar ist, aber in irgendeiner Form wird es ja kommen, das wird sicherlich das zweite große Feld sein, wo wir gut zusammenarbeiten müssen. Denn irgendwann wird auch das Gesetz da sein und da wird eine Welle auf uns zukommen mit Anforderungen an diese Daten und da müssen wir gut gewappnet sein. Also ich denke, das sind sicherlich zwei ganz gute Felder. Mhm. Im Bereich EDI, Rechnungen und so haben wir viele Felder geschafft, ja, muss man auch sehen. Also wir können das als Branche, aber sicherlich war das ein sehr gutes Beispiel. Mhm.
Ich kann eigentlich diese Beurteilung nicht ganz nachvollziehen. Ich finde, dass wir eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit hier den Industriepartnern haben. Die ist sehr vielfältig, die ist in der Entwicklung von Kampagnen, die ist aber auch natürlich im Feld, im Verkauf. Und ich denke, die ist eigentlich sehr gut. Wahrscheinlich war das ein bisschen in dieses Thema jetzt auch im Vordergrund, dieses ganze Deklarationsthema. Das ist eine wirklich große Herausforderung, diese Kette zu schließen vom Informationsfluss. Und das steht natürlich im Moment wirklich im Zentrum auch der Gespräche, die wir haben mit der Industrie. Und da gibt es noch viele Themen zu lösen. Gut, wir haben eigentlich in verschiedenen Statistiken heute gezeigt, dass Umsatz, Wertschöpfung und so sehr wichtig sind, aber wir haben sehr wenig über Preise gesprochen und das ist sehr sympathisch, finde ich gut, aber es entspricht nicht ganz der Wahrheit. Die Zukunft wird uns alle fordern, auf der ganzen Wertschöpfungskette, und ich bin überzeugt, dass wir diese Zukunft am besten meistern und das werden unsere Kunden auch erwarten. Ich sage jetzt mal unter dem Stichwort Sharing. Wir müssen in der Wertschöpfungskette wirklich noch enger zusammengehen zwischen Industrie, zwischen Handel, zwischen den Gastronomen und sehr wahrscheinlich auch mit den Gästen. Und wenn wir das hinkriegen, ist diese Zukunft eigentlich positiv. Aber wir müssen uns dem auch stellen. Ich bin überzeugt, dass diese Situation heute mit dieser Digitalisierung wird zu starken Veränderungen in der Branche führen. Bei uns bin ich überzeugt, dass Bistor in 5 Jahren anders aussieht als heute. Und ich bin auch überzeugt, dass die Gastronomie sich weiterentwickelt. Ich sage es jetzt vorsichtig, aber eigentlich wirklich positiv gesehen. Und dort sind viele Felder, wo wir noch besser zusammenarbeiten können und dann ist nicht der Preis im Vordergrund, sondern die Kostenstrukturen. Und dann sind eigentlich alle glücklich. Vielleicht haben Sie jetzt für den einen oder die anderen aus Ihrer Reihe noch ein Buzzword oder einen Schlüsselbegriff zugespielt, den Sie aufnehmen möchten mit einer brennenden Frage, meine Damen und Herren. Sie haben die Gelegenheit, diese jetzt zu stellen. Ansonsten würde ich, wenn es keine gibt, würde ich gerne zur Schlussrunde kommen. Wir haben zurückgeblickt, aber auch einen Ausblick vorgenommen. Welche Wünsche haben Sie an Ihre eigene Crew, das eigene Team? Und welche Wünsche haben Sie an die in der Wertschöpfungskette vorgelagerten Partner, aber auch nachgelagert? Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, Herr Dautzenberg, für jeden Partner, was würden Sie sich wünschen? Ich glaube, die Hauptherausforderung liegt auf der Umsatzseite. Das sagen wir auch in allen Befragungen, auch aus den Voten her. Es geht darum, dass wir attraktiv sind für die Gäste. Und ich glaube, also wenn ich mir was wünschen könnte, ist, dass uns gelingen würde, 4, 5 große Themenfelder zu entwickeln, die wir, besser als unsere Kollegen, zusammen mit Industrie und Gastronomie wirklich zum Gast treiben können, um die Gastronomie zu differenzieren und da wirklich Ansatzpunkte zu geben zu mehr Umsatz. Okay, vielen Dank. Ich hätte einen Wunsch an die Branche, Gastronomie, an alle Stakeholder, die da drin sind, dass wir aus diesem Jammertal herauskommen und eben mehr auf diese guten Beispiele in unserer Branche sprechen und nicht immer über alles andere und die Rahmenbedingungen, sondern dass wir eben solche Beispiele, wie wir heute Morgen gehört haben und wie es viele, viele in der Gastronomie gibt, dass wir uns diese fokussieren und dann auch die Presse mitziehen können und dann kommt es auch gut. Besten Dank, Markus Lötscher. Gut, mein Wunsch ist, dass wir wirklich wieder besser aufeinander zugehen und eigentlich auch einander zuhören. Ich bin überzeugt, dass da noch ein großes Potenzial ist und auch nicht vielleicht immer den kurzfristigen Erfolg zu suchen, sondern wirklich diese mittelfristige Perspektive zu betrachten, dass man zusammen etwas aufbauen kann, weil dann kommt eigentlich dann auch dieses Ernten nach einer gewissen Zeit, wo alle am meisten profitieren. Das kann sein in einer Lieferantenpartnerschaft, das ist aber auch mit unseren Kunden, mit der Gastronomie, wo wir das versuchen, eigentlich in der Zukunft noch mehr zu machen und vielleicht auch noch besser zu machen. Vielen Dank, das ist eine Aufforderung fürs Tun und fürs Handeln. Dem möchte ich mich gerne anschließen und wünsche Ihnen und Ihren Unternehmungen alles Gute. Bedanke mich an dieser Stelle nochmals recht herzlich, dass Sie heute hier auf dem Podium waren. Und der Applaus gehört Ihnen. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke. Also,